In unserem heutigen Video erklären wir Ihnen, wie Sie Dill im Backofen, an der Luft oder im Dörrautomaten trocknen können. Um Dill schonend im Backofen zu trocknen, sollte eine maximale Temperatur von 40 Grad gewählt werden. Der Trocknungsvorgang dauert ungefähr 3 Stunden, bevor sich das Dill für eine spätere Verwendung aufbewahren lässt. Während der Backofen vorheizt, können Sie die Dillzweige ausschütteln, um Schmutz und eventuelle Insekten daraus zu lösen. Bitte den Dill nicht abbrausen, da der Trocknungsvorgang dann zu lange dauert. Im Anschluss verteilen Sie den Dill gleichmäßig auf dem Backblech und achten darauf, dass die Blätter nicht übereinander liegen. Damit die Feuchtigkeit währenddessen abziehen kann, sollte die Backofentür etwas geöffnet bleiben. Nach ungefähr 3 Stunden können Sie den Dill zum Auskühlen zur Seite stellen, um ihn dann später entsprechend aufzubewahren. Eine schonende Alternative ist das Trocknen an der Luft. Dillspitzen verlieren schnell ihr intensives Aroma, darum empfiehlt es sich, auch die Blütendohlen zu vertrocknen. Die Trocknungszeit an der Luft ist zwar sehr kostengünstig, doch dauert es auch bis zu 14 Tage, bis der Dill vollständig getrocknet ist. Zunächst sollte auch hier der Dill gründlich gesäubert und geschüttelt werden. Nun binden Sie die Blütendolden mit einem Küchengarn zu einem kleinen Strauß zusammen. Damit auch die Samen nicht verloren gehen, kann der Strauß zusätzlich durch eine Papiertüte ergänzt werden. Plastiktüten nicht empfehlenswert, da sich darin Feuchtigkeit sammeln kann und der Dill im Anschluss nicht mehr zu verwenden ist. Sobald der Dill vollständig getrocknet ist, kann er wunderbar mit einem Messer zerkleinert und in einem luftdichten Gefäß aufbewahrt werden. Eine gute Alternative ist auch der Dörrautomat. Auch hier sollte eine Temperatur von 40 Grad nicht überschritten werden. Damit sich der restliche Schmutz aus dem Dill entfernen lässt, sollte er vorsichtig geschüttelt werden. Danach können Sie den Dill auf die Trocknungssiebe legen, ohne dass sie sich berühren oder übereinander liegen. Zwischendurch empfiehlt es sich, die Siebe etwas rotieren zu lassen, um eine gute Belüftung und ein gleichmäßiges Trocknen zu erzielen. Nach ungefähr 3 bis 4 Stunden ist der Dill vollständig getrocknet und kann nun zur weiteren Aufbewahrung verarbeitet werden. Wir hoffen sehr, das heutige Video hat Ihnen gefallen. Zum Abonnieren des Kanals klicken Sie hier. Für weitere interessante Videos klicken Sie hier.